Servus meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit der Budgetplanung für den Monat Juli. Und diese Vorlage bzw. den zeitlosen Planer, den findet ihr übrigens auf meinem Etsy-Shop. Der ist einmal unten in der Infobox verlinkt, da könnt ihr gerne draufklicken. Und dann könnt ihr euch den angucken und ich liebe diese Übersicht wirklich so sehr, weil man damit einfach alles schön planen kann und ich genau weiß, wie viel Budget habe ich im Monat zur Verfügung, von was genau, wie hoch meine Fixkosten sind, kann das alles schön detailliert aufschreiben, genauso wie die variablen Kosten, Sinking Fund 1 und Sinking Fund 2. Und wir starten dann auch gleich mal mit den Fixkosten. Wir haben hier einmal Bondora, Auto und Urlaub. Also für das Auto und für den Urlaub, das Geld spare ich quasi auf Bondora separat an. Da findet ihr unten in der Infobox auch einen Link. Wenn ihr euch darüber registriert, dann bekommt ihr sogar noch 5 Euro als Startbonus und könnt quasi damit anfangen. Ich liebe einfach dieses Go-and-Grow-System. Es ist total easy. Das ist keine bezahlte Werbung. Ich liebe das wirklich so sehr. Und da habe ich dann quasi 3, ich sag mal, Unterkonten, wo ich das eben drauf überweisen kann. Und da habe ich eben einmal dieses Auto und Urlaub. Und das Praktische ist einfach, dass ich da den Gesamtbetrag nicht komplett selber erwirtschaften muss, sondern dass da das Geld einfach ein bisschen noch vor sich hinarbeitet. Und da nehme ich vor allem eben höhere Ausgaben, die jetzt nicht monatlich oder jeden dritten Monat quasi fällig sind oder halbes Jahr, sondern was ich quasi echt nur ja einmal im Jahr brauche. Und das ist einmal das Auto mit insgesamt 600 Euro und der Urlaub, da habe ich glaube ich so um den Dreh 1000 Euro als Budget mir gesetzt. Also der Urlaub bei uns ist meistens immer so ein verlängertes Wochenende aktuell, wo wir nach Österreich fahren. Und ja, also dieses Jahr wissen wir es gar nicht, ob wir es zeitlich schaffen. Aber falls nicht, haben wir dann für nächstes Jahr schon mal was. Ansonsten schaue ich mal, vielleicht kann ich ja mit meiner besten Freundin so einen kleinen Mädelstrip noch machen. Aber das wird sich auf jeden Fall alles noch zeigen. Hier habe ich dann insgesamt 135 Euro. Das ist einmal aufgeschlüsselt mit 85 Euro für den Urlaub und 50 Euro dann für das Auto. Dann habe ich auch noch auf Bondora Kinder. Also falls mal irgendwas sein sollte, falls irgendwas brauchen, neues Tablet für die Schule oder quasi die Einschulung vom Kleinen, die jetzt dann irgendwann einmal ansteht oder irgendwelche schulischen Ausflüge. Da versuche ich natürlich so viel wie möglich zu sparen, damit ich da eben ja nicht komplett vor den Kopf gestoßen werde, wenn dann quasi es heißt, ja, zahlen Sie mal Summe X, ne? Und da habe ich jetzt halt insgesamt 75 Euro, was da monatlich quasi draufkommt. Dann habe ich nochmal auf Bondora, nennt sich Haus, also für hier quasi. Klar, wir sind jetzt hier in der Wohnung, aber ich meine allgemein das Haus mit, wenn zum Beispiel im Keller irgendwas ist und zwecks den Renovierungsarbeiten, die wir jetzt aktuell zum Beispiel haben, da zahle ich auch relativ viel davon. Oder falls mal was kaputt gehen sollte, der Kühlschrank geht kaputt oder die Waschmaschine geht kaputt und man braucht halt einfach was Neues. Da spare ich monatlich einfach auch ein bisschen was an und lege es zur Seite. Das sind monatlich 50 Euro. Und dadurch, dass das Geld da einfach arbeitet, ist es auch so ein kleines bisschen vor der Inflation geschützt, was einfach aktuell auch sehr, ich sag mal, wichtig ist, dass man sein Geld auch gewinnbringend anlegt. Und das Praktische ist, dass ich da halt echt jederzeit drauf Zugriff habe und mir das dann auszahlen lassen kann. Ist keine Anlagenberatung, möchte ich bloß mal dazu sagen, weil jetzt nämlich auch der nächste Punkt kommt. Der nächste Punkt ist nämlich Trade Republic. Da findet ihr unten in der Infobox auch einen Link und darüber investiere ich und ja, das ist ehrlich gesagt richtig schön, da sein Geld beim Wachsen zu sehen. Da kommen monatlich 200 Euro insgesamt drauf und dann habe ich auch noch sonstige Investitionen mit insgesamt 150 Euro. Das sind halt verschiedene Sachen, aber was genau? Erstens wäre das einfach zu viel, jetzt das zu sagen und zum anderen ist es wie gesagt auch keine Anlagenberatung, sondern ich zeige hier einfach nur, wie viel Geld quasi bei mir wohin genau fließt. Dann haben wir noch Versicherungen. Bei den Versicherungen hier, ich sage es zwar immer wieder dazu, kann für den einen oder anderen nervig sein, aber es kommen halt auch immer wieder neue Zuschauer dazu, die einfach noch nicht wissen, wie die Situation bei uns ist. Und die Versicherungen, die ich hier jetzt bei den Fixkosten aufgelistet habe, das sind quasi die, die monatlich fest, also fix quasi, abgebucht werden von meinem Konto. Und das sind insgesamt 30 Euro. Dann habe ich noch die Handys. Also mit Handys ist jetzt das Handy von mir und der Vertrag von meiner Tochter mit gemeint. Und da zahle ich insgesamt für beide jetzt 17 Euro. Also
Ich gucke da immer wieder nach und schaue, ist da vielleicht ein Angebot, wo ich wechseln könnte? Immer wieder beim selben Anbieter, weil ich mit dem tatsächlich sehr zufrieden bin. Ich könnte den monatlich kündigen und ich mag das halt, so eine gewisse Flexibilität einfach zu haben. Und der Vertrag ist echt gut. Also ich habe da ausreichend Gigabyte, dass das für mich reicht und auch für die Große reicht es. Und da bin ich sehr zufrieden. Simplitel ist es übrigens. Auch keine bezahlte Werbung. Ich möchte es einfach bloß mal dazu sagen, weil ich halt tatsächlich sehr zufrieden damit bin. Dann haben wir noch das Hobby von der Großen, das noch läuft mit 80 Euro im Monat. Dann haben wir noch die Kita-Gebühr mit 120 Euro. Und zum Schluss das Konto mit 10 Euro. Da habe ich auch mal was dazu gesagt. Mal war es ein bisschen mehr, mal war es ein bisschen weniger. Es war zwar immer unter 10 Euro, aber es war nie Ansatz, also es war schon ein bisschen höher als 5 Euro. Ich glaube, das meiste, was ich hatte, waren 7. Aber das hatte damit zu tun, weil wir da eine Umstrukturierung hatten mit Konto bzw. Bankwechsel. Und da war halt einfach relativ viel auf einmal. Und ansonsten zahlen wir dann nicht so viel, aber ich habe es einfach mal aufgerundet. Und lieber habe ich dann am Ende vom Monat ein bisschen mehr zur Verfügung und freue mich, ne, anstatt dass es umgekehrt ist. Ja, und dann kommen wir jetzt quasi auf eine Summe von 867 Euro für die Fixkosten. Das geht. Dann kommen wir auch gleich zu den variablen Kosten. Da habe ich jetzt halt nicht allzu viel. Ich habe unter anderem Lebensmittel. Und bei Lebensmittel haben wir mittlerweile ja das Budget erhöht Anfang des Jahres auf 450 Euro. Damit kommen wir tatsächlich ganz gut klar. Zumindest wenn ich plane. Wenn ich nicht plane, ist es natürlich ein bisschen, dann schaut es ein bisschen enger aus, drücken wir es mal so aus. Aber wenn ich plane, dann passt das auf jeden Fall. Und ja, weil ich immer wieder bekomme, also ich lese immer wieder, wenn ich dann unter einem Video kommentiere mit, ja, wir zahlen nur 450 Euro. Ja, was esst ihr dann die ganze Zeit? Nur Brot und Wasser, nur Fertigsachen und so? Nee, eben nicht, weil die Fertigsachen, das ist das Teuerste. Also ich sag bloß, so eine Lasagne, wenn ich die fertig kaufen würde, da könnte ich einfach wesentlich mehr zu Hause selber machen. Aber das glauben einem halt einfach die wenigsten. Das finde ich wirklich total schade. Genauso wie wenn ich sage, dass ich beim Rewe einkaufen gehe. Dann heißt es immer, ja, selber schuld, wenn du beim Rewe einkaufen gehst, dann musst du ja voll viel Geld haben. Die Eigenmarken, was ich ja hauptsächlich konsumiere, die sind zu 99,9% gleich. Wenn einer die erhöht, dann erhöht der andere die ebenso. Also Ich habe das selber mal geschaut. Man kann zu Lidl, zu Aldi, zu Rewe, zu Edeka gehen. Die Eigenmarken sind gleich. Wenn man natürlich jetzt beim Rewe die Markensachen kauft, ist das klar, dass die natürlich ein bisschen teurer sind. Und bei Edeka da, glaube ich, auch noch mal ein Stückchen teurer ist. Aber Lidl hat er auch ganz gut aufgeholt, muss man auch mal dazu sagen. Aber das wollte ich einfach bloß auch nochmal erwähnen. Also es kommt halt wirklich darauf an, was man genau kauft. Nicht unbedingt immer wo. Klar, natürlich, wenn ich jetzt beim Ebel einkaufen gehen würde, ist klar, dass da das Obst und Gemüse einfach ein Stückchen teurer ist, als wenn ich das jetzt mir beim Rewe hole. Na, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit einfach meine und versteht jetzt auch endlich, dass Rewe nicht unbedingt teurer ist. Und das Praktische am Rewe, was ich einfach wirklich abgöttisch liebe, dass man online bestellen kann und entweder wird es zu einem nach Hause geliefert, das kann man einstellen, oder man holt sich's im Markt ab. Und ich finde es so super einfach, weil ich dann genau sehe, okay, wie viel habe ich denn schon ausgegeben? Passt es in mein Budget noch mit rein? Sollte ich vielleicht doch das ein oder andere Teilchen da noch aus meinem Einkaufswagen werfen? Und damit spart man natürlich auch einiges. Natürlich achte ich aber auch beim Rewe auf die Angebote. Ne? Klar, man kann natürlich auch jeden einzelnen Prospekt durchgucken. Man kann Lidl, Aldi, Norma, Penny, was auch immer es alles gibt, kann man alles durchschauen und durchforsten. Aber das lohnt sich für uns einfach nicht, weil da die Läden tatsächlich zu weit auseinander sind. Also das Einzige, was man machen könnte bei uns, wäre, wenn wir vom Rewe den Einkauf abholen, auf dem Rückweg dann noch beim Lidl vorbeifahren und dann vielleicht noch bei der Norma. Ja, okay, das könnte man noch machen, aber das würde irgendwie auch keinen Sinn ergeben, weil dann muss man da wieder einen Stopp machen und dann wieder da einen Stopp. Und ja, das ist uns einfach auch zu umständlich. Und um ganz ehrlich zu sein, um da die 2-3 Centchen dazu sparen, ist mir das der Aufwand einfach nicht wert. Also lasse ich das beim Rewe zusammenstellen, hole es gemütlich ab und spare auch sehr viel Zeit und vor allem Nerven. Was ich nur schade finde, ist, dass Payback bald nicht mehr mit Rewe zusammenarbeiten wird. Ich glaube bis 2024 oder 2025, weil da geht natürlich schon einiges
flöten, sagen wir es mal so. Ich glaube aber, dass Kaufland mit drin ist. Vielleicht müssen wir da eine Lösung finden, weil mit Payback sparen wir natürlich echt einiges. Hab letztens mal wieder reingeschaut. Ich glaube, insgesamt haben wir da schon 700 Euro gespart. Also seit 5 Jahren ungefähr, ne? Also pro Jahr ein bisschen mehr als ein 100er. Aber ja, kam schon einiges zusammen. Das meiste natürlich jetzt dann in den letzten, in diesem Jahr und in dem letzten Jahr, weil ich da verstärkt einfach auf Coupons geachtet habe. Aber wir driften hier gerade vollkommen ab. Für Tanken habe ich 50 Euro eingeplant. Ich bin allerdings tatsächlich am Überlegen, ob ich das erhöhen sollte, weil wir im Juli wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dem Auto unterwegs sein werden. Aber das werde ich noch mit meinem Mann besprechen, ob wir das machen sollen oder nicht. Und falls ja, würde ich den Betrag dann einfach auf 100 Euro erhöhen. Dann kommen wir zu Drogerie. Da muss ich jetzt, glaube ich, tatsächlich wieder Windeln bestellen. Ich weiß nicht. Ach, doch, stimmt. Ich wollte die Bestellung, glaube ich, tatsächlich bei DM machen, aber ich habe sie vergessen auszuschicken. Haha. Mensch, bin ich schlau. da habe ich auf jeden Fall 25 Euro eingeplant dafür. Und dann noch auswärts essen. Da haben wir insgesamt 75 Euro eingeplant. Vielleicht sollte ich das auch mal auf 150 erhöhen, weil irgendwie gehen wir doch immer mehr auswärts essen als geplant. Nervt mich ja selber, dass ich jetzt halt auch das wieder schleifen habe lassen. Ich wollte ja eigentlich im Juni damit anfangen und wieder richtig durchstarten. Aber dann kamen auch wieder so viele Sachen dazwischen. Mich nervt es selber. Aber ganz ehrlich, niemand ist perfekt. Da kommen wir dann insgesamt auf 600 Euro für die variablen Kosten. Und bei den Sinking Funds habe ich nochmal nachgeschaut. Ich glaube, ich habe das wirklich 2-3 Mal kontrolliert. Ich habe keinen einzigen Sinking Fund mehr. Also habe ich mir jetzt etwas überlegt. Ich habe zwar Weihnachten Essen, Weihnachten Geschenke und Adventskalender. Diese 3 Punkte habe ich für Weihnachten abgedeckt. Aber schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht euch jetzt denken könnt, welcher Sinking Fund kommt. Macht eine kurze Pause, stoppt das Video und überlegt, welchen Sinking Fund, welchen offensichtlichen Sinking Fund ich denn vergessen haben könnte. Auflösung kommt auf jeden Fall jetzt. Weihnachtsbaum. Ich habe tatsächlich nicht an den Weihnachtsbaum gedacht. Und dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich noch so machen, dass wir uns nochmal einen echten Weihnachtsbaum holen. Und die nächsten Jahre möchte ich eigentlich darauf hinsparen, einen künstlichen uns zu holen, wovor ich eigentlich immer mich gesträubt habe. Ich war eigentlich immer voll dagegen, dass ich einen künstlichen Weihnachtsbaum für uns hole. Aber es ist halt doch immer es gehört irgendwie dazu, ne? Aber ja, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch besser ist, einen künstlichen Weihnachtsbaum zu holen. Es gibt da auch so Duftstoffe, die man da einfach drauf tröpfeln kann, dass es natürlich so ein bisschen nach Tanne riecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der letzte Weihnachtsbaum, den wir jetzt hier in der Wohnung hatten, der hat nicht so wirklich nach Weihnachtsbaum geduftet. Fand ich ein bisschen schade. Aber ja, dann mit den ganzen Nadeln und das Ganze wieder zu entsorgen und wegzubringen und boah, nee, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal zumuten möchte. Das eine Jahr auf jeden Fall, weil es einfach finanziell sonst nicht hinhaut. Ich möchte auch nicht allzu viel ausgeben für den Weihnachtsbaum. Ich habe mir ein Budget von 50, 60 Euro im Prinzip. Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, 6 Monate. Und ich habe gesagt, dass ich da 10 Euro ansparen möchte. Also sind es quasi 60 Euro für den Weihnachtsbaum. Ich denke mal, da findet man schon was Gutes. Falls ihr selber einen künstlichen Weihnachtsbaum zu Hause habt, schickt mir den Link sehr gerne mal. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Oder falls ihr jemanden kennt oder falls ihr wisst, wo man überhaupt anständige künstliche Bäume herbekommt. Weil ich möchte halt schon was Gescheites. Ich will jetzt nicht unbedingt so ein Luxusdingchen haben für 1000 Euro. Ich meine, ne, also es ist nur Weihnachten, da muss jetzt nicht so viel ausgegeben werden, ne? Aber ich möchte halt auch nicht so ein 0815-Ding für 50 Euro haben und das Ding steht dann ein Jahr rum und danach kann ich es wieder in die Mülltonne kloppen, ne? Also es sollte schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her natürlich in Relation stehen. Ich möchte es über mehrere Jahre auf jeden Fall haben und dann muss es sich finanziell natürlich lohnen. Da steht jetzt noch 45, das ist natürlich nicht richtig, aber das ändere ich gleich. Wir kommen jetzt kurz noch zu den Sinking Fund 2. Da habe ich auch nur 2.
immer wieder lustig. Okay, da habe ich einmal Kleidung, 50 Euro. Und dann habe ich da noch einmal Gesundheit, 20 Euro. Aktuell brauche ich Gesundheit tatsächlich nicht so, denn Sauna ist aktuell nicht so mein Ding in Hochsommer. Ne? Da schwitze ich ja so oder so den ganzen Tag, da brauche ich nicht noch in die Sauna gehen. Aber ich könnte tatsächlich mal wieder ins Schwimmbad gehen. Das wäre vielleicht ganz gut. Einfach mal so ein bisschen schwimmen, einfach schwimmen. Okay, gut. 70 Euro sind das da. Jetzt kann ich hier das noch eintragen, dass das hier 10 Euro sind. Und dann passt es, dann rechnen wir das mal ganz kurz aus, wie viel da denn insgesamt dann übrig bleibt. Also diesen Monat haben wir dann quasi einen Überschuss von 24 Euro. Das ist auf jeden Fall besser als beim letzten Monat, da sind wir Minus gewesen. Das war ein Minusgeschäft. Naja, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenloses Abo könnt ihr auch immer gerne hinterlassen, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von mir. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da geht's dann hoffentlich um das Cash-Stuffing-Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.